Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cario. Der Bunker ist somit 4, 8, 15, 16, 23, 42. Wahrscheinlich Geschichte. Eine Dämmungseinheit zerstört, offen, alles zerstört. Okay, runter oder raus? Ich würde fürs runtergehen. Können wir bitte da rein? Alles verbliebene Personal in die BSL-4 Forschungsabteilung. Okay, das geht nicht. BSL-4 Forschungsabteilung. Verlorene Proben 50%. Okay, wieso sollte man wieder nach hier drüben gehen? Wait, da gibt's eine Tür. Aha, okay. Hier sieht man also, was man alles freigeschaltet hat. Ist ein bisschen so eine Übersicht wahrscheinlich. Zu schauen, was noch fehlen würde, wenn man es auf 100% spielen möchte. Werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt tun, weil, ja, wenn es keine Map gibt, bin ich das ziemlich unübersichtlich, wo man lang muss und hin muss. Aber auf jeden Fall, den Bunker haben wir zerstört zu 100%. Die gepanzerte Kriegsführung auch. Kernkraftwerk zu 66%. Botanische Garten auch 66%. Leviathan Riff Basis 66, Rediff Forschungs HQ auch 66, Militärstartplatz 100%, Uranmine 66, BSL Forschungsstation 75, Grenzgebiet 100%. Okay. Dann gehe ich hier wieder hoch. Und wo kamen wir? Jetzt. Und hier offensichtlich nicht. Da oben? Nö. Dann wahrscheinlich von da unten. Ich bin gerade verwirrt. Da. Oder nicht? Nee, hä? Oder muss man mindestens verlorene Proben finden? Hier vorhin nicht gerade schon. Wie gesagt, wenn man keine Map hat, ist das Spiel so unübersichtlich. Leider. Finde ich schade. Wait. Nee, das ist einfach das.
Denn wir kamen auf jeden Fall von hier oben. Irgendwo her. Vielleicht schon. Wahrscheinlich waren wir hier auch schon. Wo geht das lang? Ja, das sind jetzt einfach Wege, die irgendwo hinführen. Muss ich jetzt ernsthaft wieder suchen, wo ich hin muss? Wenn ja, finde ich das wirklich bescheuert. Sorry dafür. Aber man schaltet jetzt hier einfach Wege frei. Um irgendwo hinzugehen. Wo auch immer wir hin müssen. Und da geht's ins Kernkraftwerk. Ach, come on. Da war ich auch schon. Das nervt mich wirklich an dem Spiel, dass man oft nicht weiß, wo man hin muss. Man einfach wild herumirrt, um irgendwas zu finden, wo man keine Ahnung hat, was man suchen muss. Speichere jetzt hier wieder und ja. Oder muss ich irgendwo hin, wo noch was offen ist?
dass er nicht zu 100% alles abgeschlossen ist. Kann natürlich auch sein, aber zuerst müsste man wissen, wo man hin muss. Das Vieh lässt dich nicht mehr steuern. Von der anderen Seite könnte man das hier öffnen. Ach nee, das geht auch so. Okay. Aber ist das jetzt wieder nur eine Abkürzung oder bringt mir das auch was? Das bringt mir auch was. Ernährungseinheit Nummer 5. Na, wo muss ich jetzt hin? Wo bin ich lang gegangen? Um da hinzukommen? Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Okay, hier runter auf jeden Fall. Dann bin ich hier lang. Statt zum Ausgang. Dann hier entlang. Dann glaube ich wieder runter. Kann das sein? Nee. Hoch. Dann nach rechts. Ups, sorry. Aber hier kann man sich aufladen. Shit, 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 shit. So. Okay, dann hat nochmal den gleichen Weg, 1000 Mal. Dann hier lang. Okay, den anderen Weg könnte man auch nehmen. Kann man hier irgendwo speichern? Wahrscheinlich nicht. Hm.
Erfahrung kann man ja auch nicht speichern. Nee. Ich könnte natürlich zurück. Okay, das ging nicht. Hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich links das Ding öffnen. Aber das hat leider nicht geklappt, so wie ich dachte eigentlich. Es explodiert viel zu früh. Und das steuert sich so beschissen, das Teil. Das ist viel zu riesig. Und jetzt stehe ich hier im Nirgendwo. Hallo. Wenn man das macht. Okay, I see. No, lad dich doch auf. Okay, bekommt man jetzt hier noch eine neue DNS? Prüfolie. Resistenz gegen Feuer erhöht. Es dauert länger, die Biomasse in Brand zu stecken. Ja gut, das bringt mir jetzt auch nicht viel weiter. Es ist bloß eine neue Probe, so gesehen. Aber was mir das jetzt gebracht hat, eigentlich gar nichts. Zumindest im weiteren Vorgehen des Spiels. Naja, speichere mal und ich würde sagen, das war's für heute wieder. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass das Spiel noch so lange geht. Aber ja, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Carry On. Tschüss.